fast fertig. Jetzt geht es darum, die letzten elektrischen Installationen vorzunehmen, beziehungsweise die Verkabelung, die anzubringen, die Schleppketten voll anzubringen. Und wenn das geschafft ist, geht es dann noch im nächsten Teil um die ganze Einstellung der Software. In dem Schritt ziehen wir das Stepperkabel und das Kabel für den Laser, das wo ich zusätzlich quasi mit reinpacke, durch die Energiekette und können die dann oben dann auch komplett verschrauben und passt dann dabei auf, dass er die Kabel nicht quetscht. Das funktioniert dann recht gut. An der Stelle seht ihr dann auch das aufgewickelte Kabel für später mal den Laser oder je nachdem, was ihr dann da drauf installieren wollt. Das Kabel vom Stepper, wo bei mir aus der Energiekette kommt, ist dementsprechend zu kurz. Somit muss ich das verlängern und schaut da drauf, dass ihr das mit einem Schrumpfschlauch sauber, wenn ihr das machen müsst, abdichtet oder zumindest umsiegelt, damit es sauber ist. Ich klebe das Ganze dann nochmal ab und bohre dann zwei Löcher, um das mit dem Kabelbinder komplett fixieren zu können. Vorher aber kommt ein Schrumpfschlauch drüber, der wo das Kabel von der Energiekette einfach nochmal so ein kurzes Stück führen soll. So, auf der gegenüberliegenden Seite mache ich dann auch einen Durchbruch für die Kabelführung, wo dann dort aus der Energiekette von unten von der Y-Platte herkommt. Für die Kabelbefestigung bohre ich durch das XZ-Main und kann dann dort auch die Kabel dementsprechend mittels Kabelbinder befestigen. Das ist eine Bohrschablone für den Endstop, für den Y-Anschlag. Der ist dann beidseitig verwendbar. Ich schneide da ein M3 quasi in die Y-Platte mit ein und befestige da den Endstop direkt. Für die Kabelführung aus dem Stepper für den Y-Weg habe ich dann eine Aufnahme quasi konstruiert, wo ich dann auch die Energiekette dran befestigen kann und zugleich auch dementsprechende Bohrschablone, um wieder in die Y-Platte die Löcher einbringen zu können an der richtigen Stelle, dass die Aufnahme auch richtig befestigt werden kann. Die wird einfach nur aufgeklemmt, kurz abgebohrt und dann dementsprechend auch durchgebohrt. Hier schneide ich ein M4 rein und befestige dann dementsprechend die Sache. Der Stepper musste ich nochmals um 90 Grad drehen, damit ich quasi das Kabel dort auch richtig anbringen kann. Wird dann verschraubt mittels Senkkopfschrauben und fertig ist die Sache. Von hinten bringt man zwei M4 Sicherungsmuttern rein und verschraubt dann auch hier die Energiekette mit dem Teil. So, dann habe ich eine Aufnahme für die Energiekette auch in der oberen Stelle an der Y-Platte konstruiert. Die wird dann vom Prinzip an die Stelle, wo die M4x40 Schraube drin ist, eingeklipst und mit einer M4x50 gesichert. Dann wird das Endstop-Kabel von unten durchgezogen und der Endstop muss verlötet werden. Ich habe den Endstop auf Normally Open verlötet. Es gibt noch die zweite Funktion Normally Close, aber die braucht man hier bei der Lowrider nicht. Der wird dann direkt an die 2M3 angeschraubt und funzt. So, dass die Kabelführung für den Endstop dann innen drin auch nirgends hängen bleiben kann, habe ich dann eine Führung noch zusätzlich gemacht, um die Kabel in der Y-Platte sauber leiten zu können. Dazu gibt es dann dementsprechende Abdeckungen, die werden dann kurz gedruckt und dann entsprechend quasi aufgebracht. Dazu bohre ich die einzelnen Löcher ab, schneide einen M3 rein und befestige die Platten. Somit lenke ich das Kabel dann dementsprechend an seinen Ausgangsort und kann das dann auch entsprechend befestigen. Saubere Sache. Im Anschluss daran wird dann das Kabel vom Endstop und vom Stepper
Stepper durch die Energiekette gezogen und dann seid ihr da auf der Seite schon soweit fertig. Das Ganze dann aufstecken und dann habt ihr die Befestigung für den Endstop, für den Z-Hub. Der wird genauso auf der gleichen Seite installiert. Dann könnt ihr die ganze Sache umdrehen und mal wieder im Tisch einfädeln. Nun werden die Kabel in die Energiekette eingeführt, durchgezogen und mittels Kabelbinder fixiert. Auf der anderen Seite ist dann quasi eine zusätzliche neue Konstruktion, wo auch die Energiekette befestigt wird und auch gleichzeitig ein Endstop dran gemacht wird. Der Endstop wird dort direkt für den Z-Hub mit eingebaut. Die wird dann auch entsprechend gedruckt und auf der anderen Seite installiert. Den Endstop einfach anschrauben, Energiekette anschrauben, fertig. Dann machen wir noch ein bisschen was fürs Kabelmanagement. Dazu ziehe ich das alles dementsprechend in Gewebeschläuche, fahre die nach oben hoch und befestige die mit einer Schlaufe. So, der Endstop für die X-Achse, den befestige ich am XZ-Main auf der linken Seite und der wird dort einfach aufgelegt, den verbohre ich dort mit dem XZ-Main. Da müsst ihr aufpassen beim Einbohren, damit er nicht in den Stepper-Motor einbohrt, und schneide einfach ein M3 rein und darauf wird dann der Endstop befestigt. Das mache ich mit mehreren Schritten, um einfach den sauber fixieren zu können und abbohren zu können. So kann der dann dementsprechend verschraubt werden. Für die Kabel müsst ihr ein bisschen Obacht geben, damit die an der Spindel nicht hängen bleiben. Die müssen dann später sauber verlegt werden. So. Dann kommen wir zu der Geschichte mit den DuPont-Steckern. Das ist ein bisschen tricky. Da müsst ihr die Kabel maximal 1,5 bis, ja, ich sag mal, 2 mm abisolieren, aber nicht länger und auch nicht kürzer. Den DuPont-Stecker gibt es ja in verschiedenen Varianten, 2 oder 4 oder 3 oder 10, keine Ahnung. Die Female Pins haben hinten so zwei Fahnen, die müsst ihr ein bisschen vorkrimpen. Das ist relativ wichtig, weil sonst tut er euch wirklich beim Einfädeln sehr, sehr schwer. Fürs Vorkrimpen einfach ein bisschen krimpen, und wenn das zu eng sein sollte und ihr das Kabel nicht reinbringt, dann weitet es einfach mit einer Anreißnadel oder mit einem Nagel oder wie auch immer ein bisschen auf, und somit könnt ihr dann das Kabel einstecken. Wichtig ist, dass die Litze von dem Kabel vorne quasi anschlägt oder ankommt und dort drin liegt, damit ihr das sauber verkrimpen könnt. Für das Verkrimpen gehe ich mit dem Fingernagel hinter den Stecker und führe den quasi in die Krimpzange dementsprechend so ein, dass ich den Stecker rausschauen lasse und mit dem Fingernagel quasi die Distanz fixiere, und dann verkrimpe ich die ganze Sache. Und so habt ihr dann einen sauber verkrimpten Stecker und könnt den in den DuPont einführen, bis er quasi im Anschlag einklickt. Das hört er sogar relativ deutlich, wenn er das reinschiebt, dass das richtig schön klipst, und dann ist euer DuPont-Stecker auch schon fertig. Jetzt hier als Beispiel für den Endstop mache ich natürlich auch für die Stepper-Motoren dann dementsprechend mit 4 Adern. Dann folgt die Kabelbefestigung, und wichtig ist, dass es im oberen Bereich befestigt ist, damit es nicht mit der X-Energiekette kollidiert, dass die auch sauber laufen kann. Hinten führe ich von der X-Kette die Kabel auch in das Paket mit ein und führe die dann quasi in das Gehäuse, wo dann später das SKR-Board installiert wird, durch das entsprechende Loch die Kabel quasi ein. Dann bohre ich ein entsprechend großes Loch unterhalb von dem Gehäuse, wo dann die Kabel später durchgeführt werden. Jetzt wird die untere Halterung von dem Netzteil befestigt. Ja, dazu habe ich auch in der unteren Halterung die Stromquellen quasi installiert, einen Hauptschalter quasi reingebaut, und die hinteren Ausführungen für die 24 Volt Versorgung fürs Board wird mittels Gewebeschlauch umwandelt.
dann einfach einstecken und auch das dementsprechend mit dem Oberteil, mit der oberen Halterung verschrauben. Mittels Kabelbinder kann ich dann den Gewebeschlauch dann sauber verlegen und die ganze Sache dann dort auch in die Energiekette einbringen. Oben hole ich dann wieder in das XZ Main einfach zwei Löcher rein, um dort auch den Kabelbinder befestigen zu können. Alles in Gewebeschläuche verpacken, damit die Kabelverlegung auch sauber ist. Anbringen, den Motor, den Stepper, den Endstop von dem X-Anschlag mit einbinden und entsprechend sauber befestigen. Jetzt können alle Kabel durchgezogen werden durch das Loch und oben auch wiederum durch das Loch in dem Gehäuse quasi durchgeführt werden. Das klappt eigentlich relativ gut und von unten dann den Gewebeschlauch dann voll sauber einbringen, damit alles seine Ordnung hat. So, jetzt isoliere ich die 24 Volt, den Zugang quasi ab und bringe entsprechende Aderenthülsen auf. Die verkrimpe ich dann und befestige die dann an Bord bzw. die Stromzuführung verschrauben. Dann das Board einpassen und auch das Board verschrauben mit dem Gehäuse. Und schon seid ihr damals soweit fertig und die Micro-SD passt dann auch, lässt sich dann auch dort vorne sauber einschieben. So, nun kommen die ganzen Endstops und Stepper, die werden dann entsprechend auf ihre Ports eingeschoben. Wichtig dabei bei den Endstops, ihr müsst die unteren zwei Pins verwenden. Ihr dürft nicht den oberen Pin verwenden, da liegen 5 Volt an und das würde zum Crash führen, beziehungsweise euer Endstop würde nicht funktionieren oder im schlimmsten Fall schießt ihr dann sogar euer Board ab. Das wäre sehr schlecht. So. Die ganzen Stepper werden natürlich dann auch auf ihren richtigen Platz eingesteckt und dann habe ich hier noch ein zusätzliches Kabel, das ist das Kabel von der X-Platte, wo ich quasi das zusätzliche Laserkabel, das würde dann später mal hier an den Pin vom Lüfter angeschlossen werden. Die Kabel werden dann sauber verlegt. Ich habe dann noch ein zweites 24 Volt Kabel von unten vom Netzteil mit hochgeführt. Das lege ich auch erstmal blind in das Gehäuse. Wer weiß, ob man es mal benötigt. So, dann das Board hat einen Reset-Knopf. Den könnt ihr später, wenn ihr den Deckel geschlossen habt, nicht mehr erreichen. Somit von seitlich, von dem Lüftungsschlitz, könnt ihr mittels einem Schraubendreher den quasi betätigen, damit ihr die Firmware auch später flashen könnt. Der TFT wird genauso in das Oberteil eingeschraubt und ich habe hier noch ein Wi-Fi-Modul, das wo ich noch mit installiert habe. Das ist optional, ob ihr das benötigt oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Ich schraube hier den Deckel schon fest, würde ich euch nicht empfehlen, weil eventuell habt ihr so ein bisschen Fehlerteufelchen und müsst es noch öfters wiederholen. Und apropos Fehlerteufelchen, hier schon der erste Fehler, wenn ich den Riemen spanne, dann überhüpft es in dieser Aufnahme quasi den Riemen und das hat mir eigentlich so nicht behagt. Somit habe ich auch an der Stelle was neu gemacht. Also weg damit, die alten Riemenspanner entfernen, die Riemen quasi wieder entnehmen und die Dinger kommen in Müll. Ich habe dann welche gemacht, die sind ein bisschen größer, länger und vor allem gedrehte Schraube, das heißt, also zum einen jetzt hier auf der einen Seite wird eine Schraube durch den Riemen gebracht, somit verspanne ich den Riemen besser und auf der anderen Seite schraube ich quasi nicht die Schraube von innen heraus, sondern die Schraube von außen hinein und somit habe ich auch den Überstand der Schraube nicht mehr, wenn man den Riemen spannt. Das birgt auch eine gewisse Verletzungsgefahr, wenn ihr den Riemen entsprechend gespannt habt, dass die Schraube außen übersteht. Das ist jetzt mit diesem nicht mehr der Fall, weil sich die Schraube quasi nach innen reindreht. Also ihr bringt von hinten hier eine M3-Sicherungsmutter ein, legt das Teil dementsprechend ein und bohrt einfach durch den Riemen durch. Und dann könnt ihr eine M3 Senkkopfschraube eindrehen und der Riemen ist sauber gespannt und hält auch und der rutscht dann auch nicht mehr raus.
Und damit lässt sich der Riemen perfekt spannen und ihr habt dann nachher auch echt ein Top-Ergebnis beim Fräsen. Von der Abweichung her ist das alles wirklich sehr, sehr exakt und auch Aluminiumfräsen kein Thema. In eurem Board könnt ihr einen Befehl eingeben, M119, das zeigt euch den Zustand oder Status eurer Endstops an. Ich hatte hier noch zwei Fehler, da waren die Endstops schlecht verkrimmt an dem Duport-Stecker, das musste ich neu machen. Aber kein Hexenwerk, wird einfach neu verkrimmt und alles funktioniert danach tadellos.